Moin Leute, heute geht's mit der Serie um Goli weiter. Die erste Folge findet ihr hier. Das ist die kleine Theraphosaurus Dirmi, 1022 geboren. Habe ich geschenkt bekommen von Claudia. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ist genug Anlass für uns, hier eine neue Serie zu starten, beziehungsweise sie ist schon gestartet. Und das Feedback von euch war einfach umwerfend. Ja, das lag zum einen daran, dass ihr große Fans dieser Serien seid, zum Teil. Zum anderen Teil habe ich super viele Leute getroffen und es haben sich super viele Leute zu erkennen gegeben, die ebenfalls eine Dirmi aus dem letzten Jahr, September, Oktober, November, Dezember, so in diesen 4 Monaten irgendwie, sich angeschafft haben, beziehungsweise Tiere, die dort in die erste Fresshaut oder in N1 gegangen sind. Die Bedeutung findet ihr hier. Anlass für dieses weitere Video hier ist ein witziger Facebook-Post, den ich gesehen habe in der eigenen Gruppe. Ich bin ja nur noch so groß eigentlich in den eigenen Gruppen unterwegs, ja, und das ist dann auch genug, weil die sehr rege funktionieren und die Tiny Venoms Community auch wirklich sehr, sehr, sehr aktiv ist, dank euch, und motiviert mich da auch regelmäßig etwas zu posten. Dort oder in der anderen Gruppe habe ich einen Beitrag gelesen, wo jemand gefragt hat, ich habe hier eine Spinne in N3 und zwar auch eine Theraphosaurus Dirmi. Was kann die denn fressen? Dann kamen ein paar Antworten dazu. Du kannst da kleine Waldschaben geben, du kannst mittelgroße Heimchen geben, Steppengrillen, sowas in der Art. Alles richtige Antworten auf jeden Fall. Und ich habe da drunter gesetzt, mit einem kleinen Schmunzler, eine Theraphosaurus Dirmi in N3 kann fressen eine Theraphosaurus Dirmi in N3. Ja, Leute, das ist tatsächlich so. Nicht nur Theraphosa im Allgemeinen, sondern alle anderen Slings sind dazu in der Lage, tatsächlich sehr große Futtertiere zu sich zu nehmen. Man muss sich da mit der Größe gar nicht irgendwie zurückhalten. Und denn am Ende überwältigen und fressen sie das, was sie halt auch überwältigen und fressen können. Ja, so funktioniert das. Und dieses Tier von mir jetzt, die Theraphosaurus Dirmi, geboren 1022 bzw. 1022 in Nymphe 1 gegangen, die hat ungefähr 1 cm. Und wir werden ihr heute gleich auch eine Steppengrille geben, die ebenso ungefähr der gleichen Größe entspricht, ohne Beine natürlich, so vom Körper her. Und gucken, was Goli dazu sagt. Ich kann mir vorstellen, dass Goli das sehr gerne mag. Darüber hinaus möchte ich nicht nur heute ihr ein Futtertier geben, das habt ihr schon zu Hause sehr oft gesehen, sondern ich möchte diesem Mythos nachgehen, wie viel sollte man einer Spinne füttern? Kann sie sich überfressen oder kann sie platzen, kann sie explodieren, implodieren? Nein, das kann sie natürlich nicht, das kann ich euch schon mal hier sagen. Aber wir können eins machen und können sagen, hey, dieses Tier in N3, wir gucken mal, was da reingeht. Und dann als nächstes bin ich mir sicher, wenn die jetzt ihre Futtertiere bekommen hat, dass sie da erstmal nichts braucht. Sie ist einmal satt und wird sich dann das nächste Mal häuten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Heute gibt es nicht unbedingt ein Datum an dieses Video. Ich werde immer eins dran schreiben, wenn wir das Tier messen, auch in der Größe. Ja, das heißt in N4 und die einzelnen N4 Anfang, Ende dokumentieren, ne? Aber grundsätzlich immer das Datum spielt eine Rolle, wann wir draufschauen, wann das Tier dann in die nächste Haut gegangen ist, damit man später besser nachvollziehen kann, zu welchem Zeitpunkt das geschehen ist. Wir verlieren hier nicht länger Zeit, sondern ihr kriegt ein kurzes Intro und dann holen wir sie auch schon vor. Ich habe ein paar Futtertiere vorbereitet. Adulte Steppengrillen, die größten Steppengrillen, die man so bekommen kann. Ja, also die Standards, ausgewachsenen. Und dann werden wir schauen, was passiert. Und vielleicht bleibt es sogar nicht nur bei einem Futtertier. Das entscheidet Goli nachher. Sie wird alleine Stopp machen und ihr werdet sehen, es gibt keine Explosion. Ja, aber eins nach dem anderen. Also bis gleich. So, als allererstes habe ich hier meine Fütterungsbox. Da packe ich mal so 2-3 Dosen Heimchen rein. Hier kommt eine Möhre oder Karotte rein, irgendwas Frisches. Dann können die nochmal sich vernünftig ernähren, ein bisschen erholen auch. Ne? Futtertiere sind halt auch stets gut zu behandeln. Und letztendlich ist ja auch das hier dann am Ende für uns auch wichtig, dass wir gut genährte Futtertiere haben. Ich habe vorweg schon mal eine rausgesammelt. Die springen immer hier komplett überall rum. Ne? Hier ist das Tier drin. Ihr seht es von der Größe her. Mal kurz den Blick reingeworfen. Ja, ist also eine große Steppengrille.
so groß, wie sie sein können. Nun unterscheiden sie auch immer so ein bisschen in der Größe, wenn sie adult sind oder als groß verkauft werden. Aber das hier ist auf jeden Fall schon mal eine Nummer, die gut zu schaffen sein sollte. So, da haben wir auch schon das Tier. Ich habe jetzt hier die Dose. Ich lasse das einfach mal reinfallen. Wir gucken, was passiert. Ihr seht es ungefähr vom Verhältnis her. Na, jetzt ist man kurz erschrocken gewesen. Und wir gucken mal, dass wir das Futter dahin gewickelt. Ach, guck mal, es passiert was. Der Gesicht kurz erschrocken. Wahrscheinlich ist das Tier etwas auf sie draufgefallen und hat sich dabei etwas erschrocken. Ich habe jetzt mal eine Pinzette und werde das mal anstoßen. Mal gucken, was sie macht. Und zack, ihr seht es. Tatsächlich hier mal kurz geschlagen. Und zwar eine Theraphosa stirmi in N3 schlägt also eine Steppengrille. Völlig ausgewachsen und ja, ohne Probleme. Also beim ersten Mal erschrocken und jetzt hat sie dann gemerkt, alles klar, da ist etwas, das könnte für mich interessant sein. Und ja, jetzt sitzt das Tier da und schnabuliert. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde dieses Tier hier erstmal soweit fressen lassen. Und ja, bis dahin vergeht erstmal etwas an Zeit. Vielleicht kann ich ein paar Bilder einfangen. Die blende ich euch dann natürlich gleich hier ein. Und ansonsten packe ich dieses Tier dann erstmal gleich beiseite, dass sie fressen kann. Und dann gibt es ein Vorher-Nachher-Bild, wie groß sie herangewachsen ist, beziehungsweise wie groß das Abdomen gefüllt wird. Und wir können gucken, ob sie dann sogar vielleicht noch ein Tier nehmen wird, je nachdem, wie proportional das Abdomen denn dasteht. Von Natur aus her würde ich jetzt dieses Futter hier lassen. Es ist groß genug, würde dann nicht weiter füttern. Aber ich habe ja schon in der ersten Folge gesagt, dass wir einfach mal gucken, kann man so eine Spinne überfüttern? Nein, kann man nicht. Ja, weil in der Natur ist es auch so, wenn Futter da ist, wird Futter genommen. Bei der einen Art ein bisschen öfters, bei der anderen eher, die ist zurückhaltender. Aber hier Spinnen im Wachstum, da kann man tatsächlich erstmal nicht etwas mit falsch nehmen. Wonach man sich immer richtet bei diesem Überfüttern, ist tatsächlich die Tatsache, wenn man ein Terrarium hat, wo die Tiere wirklich auch hochklettern können, dass Tiere, die sehr gut genährt sind, das Abdomen teilweise schon prall ist, ja, dann zu Boden fällt, dann kann die Spinne sich natürlich tödlich verletzen, platzt dann auf, Flüssigkeit tritt aus und das wollen wir alles verhindern, ne? Und gerade für auch den Versand nach wie vor sollte man Tiere nicht zu sehr anfüttern, sondern so im gesunden Mittelmaß stehen lassen. Das ist für den Versand auch so das Optimale. Also schauen wir mal, was sie macht. Und ansonsten würde ich sagen, bis gleich, wenn sie gefressen hat, schauen wir drauf. Und dann ja, können wir schon ableiten, wie sie gefressen hat und wie viel Futter sie aufgenommen hat. So, Dalle, neuer Tag, neues Glück. Wir gucken mal rein. Ich habe die Höhle extra jetzt nicht vergraben. Da ist sie auch schon. Gucken wir mal. Und wir machen jetzt Folgendes. Ich habe hier nochmal so eine am Start. Eine Steppengrille. Wir gucken mal, was sie dazu sagt. Ob sie jetzt noch Bock hat. Weil von den Proportionen her, ja, ist ein bisschen was dazugekommen. Aber wir schauen einfach mal. Und man sieht tatsächlich, sie hat es genommen. Also, wir sind bei einer Theraphosa stirmi in N3. Einige Monate alt und haben adulte Steppengrillen reingegeben. Jetzt die zweite. Schau mal, was sie mitmacht. Und ansonsten würde ich sagen, stellen wir sie gleich wieder zurück. Sie kann in Ruhe fressen. Und dann geht es auch dann schon weiter. Wir gucken wieder drauf, ob sich das Tier verändert hat, wie das Abdomen herangewachsen ist. Und ja. So, Tag 3 mit dem dritten Futtertier. Wie immer, hier ein Futtertier drin. Man sieht es jetzt mal hier unten, ich will sie nicht stören. Sie ist proportional. Ich gucke mal, vielleicht kann man. Ja, ein bisschen bombardieren, okay.
Das passt schon, ist für mich in Ordnung. So, und jetzt haben wir schon mal hier so eine Proportion sitzen nach zwei sehr üppigen Futtertieren, dass ja, dieses Tier tatsächlich schon jetzt wahrscheinlich bei Facebook gesagt bekommt, wenn jemand sagt, oh, nicht mehr füttern, nicht mehr füttern. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es an Tag 3 mit dem dritten Futtertier. Mal schauen, was sie dazu sagt. Mal gucken, können wir sie zum Platzen bringen? Hier kommt das dritte Futtertier. Na, man sieht hier, sie hat es wahrgenommen, sie ist aber nicht draufgegangen. Ja, gucke an, mal kurz weggedreht, wollte gerade zur Pinzette greifen und dieses kleine Monster, diese kleine verrückte Theraphosa stirmi hat was gemacht. Sie hat am dritten Tag das dritte Futtertier genommen und mal gucken, ob sie das frisst. Ich sage das aktiv schon vorher, weil es kann ja auch sein. Nee, ich sag's nicht. Wir gucken an, was passiert. Ja, und ich habe eine Vermutung, was jetzt passieren wird und das werden wir später herausfinden. Ich vermute spätestens morgen. Also, ja. Bis morgen dann. So Leute, gestern haben wir noch gesagt, ja, alle guten Dinge sind drei. Dritter Tag, drittes Futtertier, Theraphosa stirmi, N3. Heute, vierter Tag und vier gewinnt. Es ist im Übrigen nicht das passiert, wovon ich ausgegangen bin, dass es passieren wird. Und mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Dann werde ich euch nämlich auch verraten, wovon ich ausgegangen bin. Ach, hier, ich rück sie mal etwas hoch. Da sitzt sie. Quasi proportional wirklich gut auseinandergegangen. Und ja, wir machen es jetzt nochmal. Wir geben jetzt noch quasi ein weiteres Futtertier und schauen mal, was passiert. Werden das mal hier so hinfallen lassen. Und man sieht, gab es eine Reaktion. Ja, kleine Attacke. Und jetzt ist das, jetzt ist die Steppengrille auf der Flucht. Sie hat es geschafft. So, nochmal, wir lassen das hier hin. Und wir haben es gesehen. Keine Reaktion, kein Hunger mehr. Wir gucken nochmal, kommt irgendwas? Nein, sie flüchtet. Okay, was stellen wir fest? Also, bin gestern am dritten Tag davon ausgegangen, dass sie dieses Futtertier, was sie geschlagen hat, liegen lässt. Annatschelt und liegen lässt. Sie hat es tatsächlich gefressen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie es noch gefressen hat. Dachte, jetzt finde ich hier irgendwo einen Rest, der nicht irgendwie das Überbleibsel vom Futter ist, sondern ein Rest in dem Sinne, sie hat mittendrin einfach aufgehört. So, und jetzt haben wir Folgendes hier mit dem vierten Futtertier. Sie möchte es nicht. Wir fangen es wieder raus und haben die Erkenntnis. Erstmal fürs Erste, wir haben es nicht geschafft, eine Theraphosa stirmi in N3 platzen zu lassen. Was passiert jetzt als nächstes? Das, was ich immer predige, wenn die Tiere keinen Bock auf Futter haben, einfach links liegen lassen. Und auch jetzt sie hier wird natürlich auch nicht nächste Woche, nicht übernächste Woche Futter von mir angeboten bekommen, sondern denn vermutlich eher wieder in 3 Wochen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich vermute eher, dass eine weitere Häutung ansteht. Ich persönlich, wenn das jetzt mein Tier normal zur Pflege wäre, wo wir jetzt nicht gemeinsam draufschauen und mal einen Versuch machen oder einen Test machen, ich würde sagen, alles klar, dieses Tier jetzt hier sitzt da und wenn ich eine Haut darin finde, dann unterhalten wir uns wieder darüber, dass wir sie füttern. Vorher nicht. Ich werde mal so in 3 Wochen den Versuch machen und werde ein kurzes Update geben und wir werden sicherlich auch nochmal vergleichen, wie das angekommen ist. Ne? Also wird das nächste Futtertier noch angenommen oder halt auch nicht. So, hier nochmal hindrapiert für ein Foto, dass ich sie gut einfangen kann. Genau so, da mache ich jetzt ein Foto von und dann legen wir die beiden Fotos mal nebeneinander. Ich habe hier das Foto vor der Fütterung und hier das Bild jetzt, so wie ihr es gesehen habt, von dem Tier, wie es jetzt da sitzt, nach sage und schreibe diesen ganzen Steppengrillen. Ja, also Wahnsinnssache.
drei Steppengrillen ohne Probleme genommen und dann ist aber auch genug des Guten. Und wir schauen einfach mal in ein paar Wochen drauf, wenn sie sich bis dahin nicht irgendwie schon gehäutet hat oder so, wovon ich dann vielleicht auch ausgehe, aber proportional ist ja schon etwas dazu gekommen. Das war's für heute erstmal, diese kleine Serie über mehrere Tage für diese Serie der Theraphosa stiermi. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin ebenso gespannt, wie sich eure Tiere entwickeln. Schreibt es mal hier unten in die Kommentare. Bei Facebook und so lese ich das nicht immer direkt, wenn ich da irgendwas teile. Aber hier die Kommentare nehme ich hier alle zur Kenntnis und die meisten beantworte ich auch, insofern es sich dann auch lohnt oder etwas zu beantworten gibt. Also die Höhle kommt zurück und würde sagen, bis hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder oder hören oder lesen uns.